Mandalo. Mandalo. Herzlichst willkommen. Herzlich willkommen. Hast dich erschreckt, ne? Nein. Herzlich willkommen. Okay. Herzlich willkommen zu einem brandneuen Chessington World of Adventure Vlog. Good morning in the morning from the baddest hotel ever. Wir sind noch im Premier in Chessington. Wie hast du geschlafen? Gut. Aber das Hotel ist trotzdem Schmutz. WLAN funktioniert nicht. Das Bad ist dreckig. LTE funktioniert nicht. Das ist uralt. Das ist so abgerockt und das für fast 130 Euro. Ich war nicht duschen oder baden, weil ich mich geekelt habe. Ich habe mich am Waschbecken waschen müssen. Buch diesen Bunker hier auf keinen Fall. So, jetzt zu den positiven Nachrichten. Wir gehen heute ins Chessington. Erstbesuch. Und Hauptgrund für mich auf jeden Fall der neue Jumanji-Bereich mit dem neuen Wing Coaster. Da bin ich sehr gespannt drauf. Obacht, es geht nur per Virtual Line momentan, also man kann sich nicht normal anstellen. Und wir haben das Chessington Safari Hotel gebucht, da checken wir nachher ein. Wir haben doch kein Safari Hotel gebucht, wir haben das andere. Das heißt aber Safari Hotel. Azteca Hotel und Safari gibt's. Genau, und wir haben halt ein Standardzimmer ohne Blick in die Savanne, aber trotzdem teuer genug. Dazu aber später mehr, wenn Mareike euch hier das Zimmer zeigt. Jetzt geht's gleich mit dem Koffer zu Fuß, 8 Minuten zum Hotel. Wir bringen die Koffer weg und dann geht's um 9.45 Uhr Richtung Park. Und ab 9.45 Uhr kann man auch die Virtual Line buchen. Also wir müssen darauf hoffen, dass wir Internet haben. Ansonsten wieder viel Spaß bei diesem Video. Aber das ist übrigens der letzte Freizeitpark in dieser Tour. Das stimmt. Danach kommen nur noch 2,5 Tage London. So, wir sind da, 8 Minuten Fußweg hat gepasst, anstrengend ging Berg hoch und Check-in geht erst ab 3, wie wir es gewohnt sind hier in England. Koffer konnten wir abgeben. Da steht irgendwas von, Hotelgäste haben früheren Zugang. Wir gehen jetzt mal gucken, da steht ein Schild, durch das Hotel durch. Da nehme ich euch jetzt mit. Und ja, Preis für das Hotel mit ein Tagesticket blende ich euch jetzt hier ein und dann wollen wir mal reingehen. Hätten wir das gewusst, ne? Es gibt Hotel-Check-In, Theme Park-Nutzung. Early Entry. Early Entry, so heißt es. Von 9 bis 10. Jetzt haben wir natürlich gleich schon 10 Uhr. Und so nett, ey. Ja. So nett und ich habe mich so richtig. Vom Theming her auf jeden Fall bisher. Vom Theming her auf jeden Fall das beste Hotel, haben wir jetzt schon gesagt. Gecheckt. Und ich muss jetzt schon sagen, das ist bisher das schönste Hotel. Schöner als Golden Tower, ist viel schöner als Thorpe Park. Und sehr, sehr nett. Das ist. Erinnert mich sehr an Matamba und es gibt tatsächlich ein Early Park Entry für Hotelgäste. Ja, und jetzt stehen wir hier noch, gleiches Security Check wie am Flughafen, das finde ich auch eigentlich ganz gut und ja. Also in den englischen Parks ist es so, ihr gebt eure Tasche ab und die wird haargenau durchwühlt. Also wirklich jede kleinste Tasche, jeder kleinste Reißverschluss wird aufgemacht, um zu gucken, ob da irgendwas Gefährliches drin ist. Und was ganz wichtig ist, was nicht mit rein darf, langweilige Eltern, stand da, ne? Chessington hat auch einen Zoo, wo eine Safari durchführt. Den Zoo gucken wir uns halt später an. Der sieht viel besser aus, viel gepflegter als Drayton Manor. Wir gucken jetzt erstmal, welche Rides geöffnet sind. Jetzt sind wir im Theme Park drin und ja, nur Hotelgäste. Wir schauen mal. Schön leer. Ja, mega. Hätten wir das gewusst, Mensch.
wie geil das hier einfach thematisiert ist. Hammer. Wir stellen uns jetzt bei Vampire an, weil da immer die höchsten Wartezeiten sind, 90 plus. Und ja, öffnet um 10, aber die Schlange ist nicht. Jetzt haben wir auch zu reden. Okay, der Tag startet nicht ganz so gut. Vampire hat technische Störungen, die werden nicht pünktlich öffnen. Die Techniker sind dran, aber die können nicht garantieren, dass der Ride öffnet. Jetzt gehen wir zum Shuttle Wing Coaster. Ich habe aber genau den gleichen Scheiß. Ja, wir gehen da jetzt mal hin, weil mit dem Virtual Line funktioniert nicht so gut. Weil wir verstehen das auch nicht so gut, die englische Sprache. Und wir haben jetzt einen QR-Code. Ich hoffe, dass wir mit dem QR-Code in die Wartereihe von Mandrill Mayhem kommen. Da sind nämlich jetzt schon 50 Minuten Wartezeit. Also, Hotelgäste können einfach so rein mit dem Bändchen, ohne Virtual Queue.
So, wir hatten einen Walk-On, weil wir Hotelgast waren bei Mandrill Mayhem. Themenbereich sieht super aus. Nun zur Fahrt. Doch, die Fahrt hat mir gefallen. Die war halt für einen neuen Wing Coaster sehr ruppig. Aber die hat sich auch nicht eingefahren. Wir waren jetzt vielleicht die zweite Fuhre, die gefahren ist. Gehen aber jetzt zu Vampire, weil das gerade noch außer Betrieb war. Und wir vielleicht jetzt Glück haben, weil wir nicht unbedingt einen Fastpass kaufen wollen und auch nicht eine Stunde anstehen wollen. Ich kann nicht mehr reden. Links. Wir müssen links gehen. Ja, und Aufnahmen gibt es alles später. Für mich war das der schlechteste Wing Coaster, den wir jemals gefahren sind. Sehr ruppig, sehr rüttelig. Die letzte Inversion rückwärts war ganz gut. Überall ist hier wieder so laute Musik wie in jedem englischen Park hier, ey. Aber generell habe ich mir viel, viel mehr erhofft und muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von diesem Coaster. Das wäre eigentlich mein Highlight hier gewesen, aber nee, ich muss sagen, hat mir nicht so gefallen. Der hatte wie viele Launches? Drei? Drei. Drei auf jeder, also sechs einmal insgesamt. Rückwärts, einmal vorwärts und einmal noch kurz vorm Ende. Genau, man ist halt so gemerkt hat. Ich fand den ganz cool, der war nur halt ein bisschen ruppig, aber wie gesagt, der muss sich halt einfahren. Und da, als wir jetzt gerade rauskamen, standen die schon, boah. Ja, das war krass. Wir hatten Walk-On und die standen dann wirklich schon, das war mit Sicherheit eine Stunde Wartezeit. Ja, richtig krass. Aber der hat ja auch am Tag so bis Minimum 160 Minuten. Ja, wir haben jetzt noch zwei QR-Codes. Wenn wir Bock haben, können wir den vielleicht später noch fahren, wenn es nicht so voll ist. Aber jetzt erstmal zu Vampire, wie Mareike sagte, weil Wartezeit immer sehr hoch dort. Opening later, also wir stellen uns aber trotzdem an, weil die Schlange, wie ihr seht, ist jetzt schon sehr, sehr lang. So, Vampire hat starke technische Probleme, das heißt, die evakuieren jetzt die Q-Line hier. Die wissen nicht, wann sie oder ob sie heute noch aufmachen. Das ist schade, das ist wirklich so ein Must-Do, was wir auf jeden Fall machen wollten. Jetzt wird es wieder laut. Wir machen dann jetzt Gruffalo River Ride Adventure. Der erste Dark Ride, ein Wasser-Dark Ride. Und ich hoffe, wir werden nicht nass. Ja. Oh!
Gruffalo Chronicles. So, Gruffalo River Adventure. Was sagst du? Ein sehr schöner Dark Ride. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass der so schön ist. Ein bisschen nass ist der auch. Die Boote sind leider ein bisschen soaked, aber ist nicht schlimm. Hat mir sehr gut gefallen. Und die Geschichte, wenn man die kennt, also als Erzieherin sollte man die kennen, finde ich toll. Sag nochmal ganz kurz die Geschichte. Die kleine Maus, die versucht sich die ganze Zeit vor den, die will gefressen werden von der Schlange, von der Eule, von einem Fuchs. Und sie erfindet dann die ganze Zeit Geschichte von einem Gruffalo. Mein Freund hat Pranken, hat Riesenzähne, hat Warzen überall. Und den gibt's aber eigentlich nicht. Und irgendwann gibt's den doch, dann hat die Maus selber Angst, aber dann werden die auch irgendwie Freunde und... Ja. Aber für mich fast schon der zweitbeste, drittbeste, also Curse of Old Manor war auch sehr gut. Ich sag mal, der drittbeste Dark Ride für mich auf der Tour. Richtig überraschend gut. Mega. Würde ich sogar heute nochmal fahren, wenn es Walk-On ist. Walk-On. Ja, wir gehen jetzt mal weiter. Vampire leider immer noch geschlossen. Die Safari wäre halt vielleicht auch nicht schlecht, oder? Ja, ich weiß nicht, wo die ist. Dann gucken wir mal. Jumanji-Themenbereich ist schon erste Sahne geworden. Der Coaster geht so, der hat jetzt 151 Minuten. Ja, kann man mal machen, wenn man hier ist, aber ist gar kein Must-Do. Dann lieber den Gruffalo Dark Ride. Jetzt geht's zur Safari, die hat 5 Minuten, Vampire bisher immer noch geschlossen. Es gibt hier so einen Freefall Tower, da ist Croc Drop, der ist leider auch noch geschlossen. Naja, Mareike führt uns jetzt auf jeden Fall zur Safari. Ja, das ist halt richtig geile Thematisierung. Mülltonnen hätten selbst auch noch thematisieren können. Einfach viel besser dieser Park als der Old Manor. Old Towers. Old Towers ist ein Scheißpark, den mag ich nicht. Aber das wisst ihr ja bereits, dass ich den Park nicht mag. Außer The Curse of Old Manor. Also thematisch ist der Park hier bisher der beste in ganz England. The reserve is now home to a family of simpletons.
Look around, adventurers, and you might be able to see some antelope with white blaze on their faces. These are called blesbok. They were once one of the most abundant antelope species of the African plains, but they became an endangered species during the early colonization of South Africa, when they were hunted for skin and meat. Thankfully, numbers have since recovered, and they are now deemed as a low-risk species. They live for up to 17 years, and both males and females have horns. Though the females' horns are slightly more slender. It's like an abandoned vehicle, and there's no sign of a research team it belongs to. Recommend that you find an alternative route. But don't go to the wrong track. What about? Don't worry, but... into Africa. Verdammt cool. Hat mir sehr gut gefallen. Besser als Animal Kingdom, Disney-like. Voll gut. Ne? Finde ich auch. Hat richtig Spaß gemacht. Richtig gutes Niveau. Man sieht die Tiere richtig gut. Giraffen, Nashörner. Mit einem Wassereffekt am Ende in der Höhle. Mega geil. Also. Nice. Bisschen cool. Es hätte ein bisschen länger sein können. Aber sonst... der Park ist ja klein, ne? Ja, ist ein kleiner Park. So, wir checken nochmal, ob Vampire offen ist. Ansonsten machen wir eine kurze Pause. Wir machen generell eine Pause. Ich muss eine Kopfschmerztablette nehmen. Mit Vampire und Croc Drop sind die beiden Attraktionen noch gerade außer Betrieb, die wir auf jeden Fall machen wollten. Aber gerade stand der Tower noch oben. Jetzt ist der Tower unten. Ich hoffe, die arbeiten dran. Ich werde dann direkt hier gleich reinhuschen, wenn der aufmacht. €5,20 Red Summer Berries, keine Ahnung. Es sieht aus wie ein Smoothie. Wir probieren mal. 5,20, also fast 6 Euro. Schmeckt verdammt geil. Magst du nicht? Boah, das ist mir zu sauer.
Burger sauer. Mareike braucht immer einen Beutel Zuckerwatte in ihrem Getränk. Oh, tropft das? Und ja, ihr seht übrigens richtig, heute ist das Wetter endlich mal Bombe. Für englische Verhältnisse 19 Grad oder 20 Grad haben wir. Und sonnig bisher. Leider haben wir echt anscheinend einen schlechten Tag erwischt mit dem Andrang. Und halt auch mit den Downs. Vampire und Croc Drop immer noch down. Und der Park hat halt gleich schon 3 Stunden auf. Schade Schokolade. Hier kostet das Buffet einfach 2 Euro weniger, 2 Pfund weniger. Und da war wieder Kotze auf dem Boden. Lecker, lecker. Mareike hat sich wahrscheinlich schon verkrümelt. Wo ist sie denn? Da ist sie. Ja, ich glaube, Mareike hat die Kotze schon wieder auf dem Boden gesehen. Ich habe die nicht gesehen, ich wäre fast reingetrampelt. Aber ja, gut. Mareike hat Glück, es gibt einen Streichelzoo. Entweder. Ich will keine Tiere. Also man darf die Tiere hier nicht anfassen. Und die Tiere sind auch hinter Gittern. Hinter Gittern. Die hauen ab. Menschen sind generell. Ja, es gibt auch hier wieder ein Sea Life. Das ist hier wohl ganz populär. Und ich mag Sea Life und ich mag Sea World auch. Das gibt einen Shitstorm. Ich mag Sea World auch. So, das Sea Life war... Hattest du auch ein Déjà-vu? Es war exakt so aufgebaut wie das Sea Life in Alton Towers. Also es war wirklich haargenau gleich der erste Part. Der zweite Part war ein bisschen anders. Aber ja, ich bin jetzt eh nicht so der Sea Life-Typ. Aber in jedem drin gewesen. In jedem drin gewesen. Dieses Jahr bestimmt schon 4, 5 gesehen, aber ist nicht so meins. Fische. Nee, bin nicht so der Fischer.
lasch. Mir ist warm, ich habe Kopfschmerzen. Dann holen wir jetzt einen Slush. Hier ist der Main Shop übrigens, sieht ganz danach aus. Wir haben den Eingang. Aber 6,50. What? Wir haben keine Becher. Ah. Nee, nee. Boah, gibst du den großen Slush Cup? Kettenkarussell hat eine Wartezeit von 60 Minuten. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in einem Freizeitpark wart, wo ein Kettenkarussell 60 Minuten Wartezeit hatte. Unser Zimmer ist jetzt fertig, schon um 1:30. Wir gehen jetzt einchecken, zeigen euch das Zimmer. Mareike hat starke Migräne-Kopfschmerzen, das heißt, sie nimmt eine Tablette und ruht sich ein bisschen aus. Und dann entscheiden wir, was wir weitermachen. Die beiden Attraktionen, die wir machen wollen, sind immer noch außer Betrieb. Das Schwimmbad haben wir noch reserviert für 5:45, da musste man einen Timeslot buchen. Wir gucken mal, ob wir danach in den Park zurückkehren oder ins Schwimmbad gehen. Ich schwöre, wie der dürfen Kettenflieger abfertigt, ne? Der kontrolliert einfach bei einem Kettenflieger, bei einem scheiß Kettenkarussell jeden Bügel. Ich stehe hier schon seit 6 Minuten und das Ding fährt immer noch nicht, ey. Hammer. Ja, ne? Aber süß. Wow. Einmal um die Ecke. Wir haben jetzt doch Lori-Futter gekauft für 2 Pfund. Bargeld muss eh weg. Nimm mal den Becher weg. Ja. Oh. Hi. Können wir so einen mitnehmen? Oh Gott, die macht meine Fingernägel, aber ich schwöre. Au, au. Die leckt richtig unter meinem Fingernagel. Cool, ey. Lieber Gruß an Looping Pirouettes. Okay, ein Schakeline. Oh, der Lockfilm. Yeah!
wir haben einen Stempel bekommen. Wir können den Park dann gleich wieder mit dem Stempel auf dem Wristband erobern. Wir gehen jetzt erstmal einchecken und dann zeigen wir euch mal das Zimmer von diesem Safari-Themenhotel. Wir haben aber ein Standardzimmer, keinen Blick auf die Savanne. Wir haben eingecheckt, unser Luggage abgeholt. Übrigens, der Preis war inklusive 2 Eintagestickets. Blende ich euch jetzt ein, weil ich es nicht mehr im Kopf habe. Es war vom Preis aber nicht so teuer wie Alton Towers, das habe ich im Gedächtnis. Ja, Mareike hat noch Kopfschmerzen, aber zeigt euch jetzt das Zimmer und wie es ist. Hallo. Wir haben wieder Tee und Kaffee. Ich könnte wieder was mitnehmen, aber ich habe den Koffer schon voll. Ich zeig direkt das Badezimmer. Wir haben hier ein Bad mit einer Seife, mit Toilettenpapier, mit Dingens. Und einer, das finde ich aber nicht so geil. Für das Bad. Und wir haben eine Badewanne. Da gehe ich heute baden. Gestern. Eine saubere Badewanne haben wir. So. Tut mir leid, wenn ich so viel lächle, habe ich ja Kopfschmerzen. Dann geht's weiter. Wir haben hier ein Bügelbrettchen mit einem Bügeleisenchen. Dann kommen wir weiter. Wir haben ein Riesenzimmer zu unserem Bett. Sehr schön. Ein Spiegel. Schön thematisiert, schön in Afrika. Wir sind im Safari-Hotel. Wir haben einen LG-Fernseher für iPhone-Besitzer. Sehr gut, weil das kann man nämlich connecten und dann kann man YouTube gucken. Dann haben wir hier, wenn Kinder noch dabei sind, gibt es Betten für Kinder. Und auf jedem Bett von den Kindern, nicht von den Erwachsenen, ist so ein Dairy Milk Bar. Das ist einfach Schokolade. Wir haben gerade schon eine davon gegessen. Das ist übrigens ein Frosch. Wir haben eine Minibar. Wir haben sie gerade gefüllt. Sie ist nicht gefüllt. Eine Sitzgelegenheit. Chris kann sich nachher hier ausbreiten mit dem Laptop. Aber das Geilste, womit wir einfach nicht gerechnet haben, ist einfach der Ausblick. Wir gucken auf die Safari und auf die Tiere. Ich habe ein Standardzimmer gebucht. Ich buche immer das günstigste bei den Freizeitparkhotels. Es ist richtig hell und jetzt guckt euch den Ausblick an. Ohne Mist. Man sollte doch auch mal Glück haben, ja, auf dieser Tour, oder? Ich denke, wir haben das beste Zimmer der Tour erreicht. Zebras sieht man. Da hinten die Giraffen sind hinter den Bäumen. Die sieht man jetzt nicht. Doch, ganz hinten sieht man es vielleicht. Kannst du ranzoomen. Nicht mit der GoPro. Ja, aber da ganz hinten sieht man die Giraffe. Und es ist einfach das beste Zimmer. So genial. Geil. Naja, wir ruhen uns jetzt ein bisschen aus, packen in aller Ruhe aus. Der Park hat bis 18 Uhr auf. Dann gehen wir entweder nochmal in den Park, gehe ich von aus, oder wir gehen schwimmen. Und heute Abend um 19.15 Uhr haben wir ein Restaurant in dem hauseigenen, hoteleigenen Restaurant, dem Tempel-Restaurant. Ist ein Buffet-Restaurant. Gönnen wir uns heute nochmal richtig. Bis später. Die haben was zu fressen in der Hand. Oh, das möchte ich auch machen. Hoffentlich machen wir das mit Serengeti-Park. Serengeti-Park ist ein Scheiß dagegen hier. Das ist richtig geil. So, Mareike, Outfitwechsel, der Fischerhut sitzt. Kopfschmerzen ein bisschen besser. Geht, aber wir gehen jetzt trotzdem nochmal in den Park. Ich nehme jetzt noch ein Schlückchen Wasser. Das gute Baxtenwasser. Und dann drückt die Daumen, dass Vampire fährt oder Crocdrop fährt. Bitte. Ich will die beiden fahren. Aber wir haben gesagt, ist ein Park und ein Hotel, wo wir bestimmt nochmal in unserem Leben hinkommen werden. Auf jeden Fall. Lass Fenster auf, ja? Lass Fenster auf. Ich hoffe nicht, dass die Giraffen reinkommen. Wäre aber cool. Hier gibt es auch à la carte. Ja, es gibt 2 Restaurants. Nächste Attraktion, Room on the Broom. Noch nie von gehört, A Magical Journey. Auf jeden Fall ein Walkthrough, glaube ich. Ich weiß auch gar nicht, wo der Eingang ist. Ah, da. Wartezeit 5 Minuten. Ja, damit kann ich leben, Freunde. Vampire immer noch außer Betrieb und Crocdrop auch.
journey. Gather round closely. Children, to the front, please. Oh my goodness! Everybody, get down! Oh, that was close! Over the moors and the mountains they flew, a frog jumped for joy and a broom snapped it too. Down fell the cat and the dog. Down to Matt and Bloom, down to the sky. I might have stank. It's nice to match. But now I must fly. And he spread out his wings and was off. That's my wish. Room on the book, was sagst du? A magical journey. Für Kinder richtig, richtig süß gemacht, richtig toll gemacht. Es ist super warm da drin. Die arbeiten aber mit Düften und ich finde das richtig süß gemacht. Für mich gefällt mir. Ja, schöner Walkthrough mit Düften drin. Wow, der Duft war wirklich richtig schön. Machen, wenn ihr hier seid, machen. Vampire hat jetzt geöffnet. Da steht jetzt sofort 90 Minuten. Wir hoffen einfach, dass es keine 90 Minuten sind. Und ja, gucken jetzt mal. Es wäre natürlich mega geil, wenn wir die Bahn noch fahren könnten. Die ersten kommen aber schon wieder zurück. Das ist kein gutes Zeichen. Wir kennen die Q-Line halt auch nicht, wie lang die wirklich ist. Naja, wir gucken mal. Thank you.
nach einer Stunde Wartezeit hat es tatsächlich geklappt. Vampire und... Ja, ich habe was anderes erwartet. Wenn man Kopfschmerzen hat, so wie ich, sollte man diese Bahn nicht fahren. An manchen Stellen schlägt sie ziemlich. Naja. Also auf jeden Fall keine Stunde wert, auch kein Dark Ride Part. Die Station hat mir besser gefallen als die Fahrt. Die Fahrt war richtig scheiße, fand ich. Fand ich richtig scheiße, die Achterbahn. Sorry, aber hat mir keinen Spaß gemacht. Wir gehen jetzt nochmal in den Shop, wollen noch einen Magnet kaufen. Und dann gehen wir ins Hotel. Und dann gehen wir ins Hotel, weil dann haben wir soweit alles, was noch möglich ist. Den Spinning Coaster, dafür kommen wir nochmal wieder. Für die Wildwasserbahn kommen wir nochmal im Sommer wieder. Ach, warte mal, wir haben ja Juli. Dann kommen wir irgendwann wieder, wenn es warm ist. Gefällt uns aber sehr gut hier. Ja, Magnet war uns zu teuer für den Scheiß, sah nicht gut aus. Wir haben jetzt das Buffet-Restaurant, ich spucke schon wieder, Buffet-Restaurant gebucht. Tempel-Restaurant im Azteca-Hotel. Da zeigen wir euch noch ein bisschen, wird sicherlich voll sein um die Uhrzeit. Und dann war es das auch für heute. Aber gibt es da gleich noch ein paar Impressions vom Buffet. Wir haben gerade gesagt, Auswahl ist ganz gut, nur fleischmäßig ist halt nicht so geil. Aber wir können beim Essen auf jeden Fall die Ameisen beobachten. Schmeckt ein bisschen nach nichts. Das ist salzig. So, voll gefuttert. Wie fandest du? Fangen wir erst mit dem Restaurant an. Wie fandest du das Restaurant? Oh, das war schön. Essen war okay. War jetzt keine Offenbarung und war jetzt auch nicht so was bei, wo ich dachte, boah, geil, das haut mich vom Hocker. Das Fleisch war nimmer. Das war nix. Der Nachtisch war auch nicht so viel. Also es war okay. Es war okay. Es war jetzt kein Hype. Es gab kein Cola mit Zucker und ich mag kein Cola-Sirup, kein Cola. Aber man muss sagen, es war auch nicht teuer. Leid.
19, 23 pro Person, all you can eat und Drink. Find nein, okay. Drink war nochmal 4,80 Euro. Deswegen habe ich 23 dazu gesagt. Okay. So, Fazit von Chessington Adventure also World. Also wir machen das kurz, weil wir sagen das immer. Also Chessington ist für mich der beste Park der Tour. Schön gemacht. Wartezeiten extrem. Vampire enttäuschend. Mandrill Mayhem war auch gut. Es hat jemand vor Pizza Pazza gekotzt. Pizza Pazza. Zimmer Bombe. Mareike geht jetzt baden. Dem kann ich nichts hinzu. Ah, Gruffalo. Gruffalo auch ganz toll. Einer der besten Dark Rides überhaupt. Aber sehr, unbequeme Boote. Ja, aber sehr schöner Park. Boote, wir kommen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen, das war der letzte Freizeitpark der Tour. Morgen sind wir in London bis Samstag, also zweieinhalb Tage. Nein, genau. Eigentlich nur zwei Tage. Es folgen noch zwei Vlogs danach, keine drei auf jeden Fall. Es regnet. Und wir sagen Dankeschön fürs Zuschauen. 40 Jahre, die Flipper. Und die GoPro hatte schon wieder einen Fehler. Mal wieder. Speicherkarte ist jetzt voll. 2 Minuten Rest bleiben noch. Und wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Ich habe einen Delfin in meiner Bauchtasche. Und der Delfin, ja, daher hapert schon am Text, ne? Macht's gut. Danke fürs Zuschauen, lieber Live-Chat. Einen schönen Abend noch. Und bis zum nächsten Vlog. Bam!